Ja, vielen Dank für die Frage und ein herzliches Hallo in die Runde. Das will ich in den nächsten 10 Minuten gerne beantworten, die Frage. Wir sammeln seit Jahren fleißig Daten zur Landnutzung. Ich glaube, jedem ist klar, dass die Biodiversität und das Klima auch eine Menge mit Landnutzung zu tun hat. Ich leite hier den Forschungsbereich räumliche Information und Geomodellierung. Und wir haben etwa 2010 beginnend den Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung aufgebaut. Ganz diese Folie nur zu der Institution, in der ich arbeite, das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Wir sind etwa 30 Jahre jetzt lebend, eine außeruniversitäre raumwissenschaftliche Forschungseinrichtung mit einem sehr interdisziplinären Forschungsansatz. Das war einmal zu viel. Warum? Da gab es ja die schönen Poster, wo wir auch eins gefertigt haben. Und da wurde in einer Kachel gefragt, warum seid ihr denn überhaupt Teil der NFDI for Biodiversity? Hier eine Übersicht der Antworten unsererseits. Wir denken, die Landnutzung, der Status quo, als auch die Veränderungen sind wirklich Grundlage für die Biodiversitätsforschung, für Klima-, Nachhaltigkeits- und Erdsystemforschung. Wir sind nicht nur Teil der NFDI for Biodiversity, sondern auch zum Beispiel der NFDI for Earth. Wir wollen damit auch stärker den Monitor integrieren in die entstehende NFDI und EUSC natürlich auch. Wir wollen unsere Datenangebote insgesamt noch bekannter machen. Wir wollen Feedback haben, was können wir verbessern, wo können wir zulegen, welche neuen Indikatoren werden gebraucht. Wir wollen natürlich auch, und da hilft schon diese Veranstaltung sehr, eine bessere Kenntnis bekommen zu den Datenangebot von den vielen Mitgliedern der NFDI for Biodiversity und im besten Fall auch ein paar gemeinsame Forschungsideen und Projekte entwickeln. Was leistet nun der IUR-Monitor? Wir beschreiben die Flächennutzung und die teilweise auch die Bedeckung in sehr hoher Auflösung und wirklich als Monitoring. Herr Grüss hat darauf hingewiesen, wie wichtig, was ist der Unterschied zwischen Erfassung und Monitoring? Nein, es ist wirklich ein Monitoring. Seit 2000 gibt es Beginn unserer Zeitreihen und wir sind bemüht, die auch rückwirkend durch Auswertung von Altkarten retrospektiv zu ergänzen. Unser Produkt, wo wir die Indikatoren ableiten, hat eine Auflösung von 2,5 Meter. Einen Inspire, natürlich regulärer Rasterdatensatz. Dort ist die Flächennutzung in 35 verschiedenen Nutzungsarten differenziert und beschrieben. Wir haben derzeit etwa, und das werden immer mehr, 85 Indikatoren, die die verschiedenen Facetten der Siedlungs- und Freiraumentwicklung zeigen. In einer nächsten Folie kommen dazu ein paar Details. Wir haben jetzt 15 Zeitschnitte, die verfügbar sind. Wir visualisieren die Daten in einem selbstgeschriebenen interaktiven Viewer, wo man sie erstmal erkunden kann. Aber wir stellen natürlich auch Geodienste, WFS, WCS und BMS ein, damit Sie das, falls Sie mit Geoinformationssystemen arbeiten, auch einbinden können in Ihre Forschungsumgebung. Alle Daten sind kostenfrei bei bestimmten Diensten wie den WFS-Diensten. Da benötigen wir schon Ihre Anmeldung, damit wir eben auch ein bisschen Ihnen über die Schulter gucken können, wofür brauchen Sie diese Daten. Aber Sie sind trotzdem, das ist wirklich mit einer faktisch einer E-Mail und einer Beantwortung weniger Fragen verbunden und dann haben Sie Zugriff, sofortigen Zugriff auf die Daten. Was ein Nebenprodukt ist, es gibt keine fehlerlosen Daten, auch nicht in der Vermessung. Wir geben dann doch immer mal Tipps. Das sieht man sehr gut, wenn man die Zeitreihen verfolgt und die Flächennutzungsarten übereinanderlegt in der Entwicklung. Es gibt eben in den Geobasisdaten, namentlich das amtlich-topografisch-kartografische Informationssystem, was wir benutzen, immer noch Fehler. Und wir geben dann den Landesvermessungsämtern, die für die Haltung dieser Daten und die Fortschreibung verantwortlich sind, entsprechende Hinweise. Das ist diese Forschungsdateninfrastruktur des IA-Monitors. Was sind die Anforderungen? Wir wollen wirklich, haben den Anspruch, die räumlich und zeitlich vergleichbar und hochauflösend darzustellen, in einer hohen Sensitivität und auch schnell. Was heißt schnell? Wir bekommen immer im Januar vom
BKG vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie den jeweils aktuellsten ArcGIS-Basis-Datensatz. Da sind doch große Datenmengen. Wir brauchen einen Monat etwa, um die nächsten Indikatorzeitschnitt zu rechnen, aber eben auch nicht mehr. In der Regel können wir im März, April dann die neuen Daten bereitstellen. Das sind schon hochaufwendige Geoprozessierungen, wo ich jetzt, wo mir die Zeit fehlt, da ins Detail einzugehen. Wichtig ist, dass die Daten dann am Ende auch in OGC-konformen Geodiensten bereitgestellt werden und eben durch den interaktiven Viewer auch durchaus adressatengerecht. Hier ein kurzer Blick auf das Indikatorensystem. Wir unterscheiden im Wesentlichen 5 Kompartimente. Das ist die Gebäudeebene, hier in der Biodiversitätsforschung wahrscheinlich nicht so interessant. Die baulich geprägten Flächen vielleicht auch nicht so, aber Siedlungsfreiflächen, Freiraum, das sind die spannenden Themen. Und die linke Seite zeigt dir, das ist nicht nur die Flächennutzung, Bodendeckung, das sind auch Qualitäten, Potenziale, Strukturen, der Bezug, wie viel Siedlungsfreifläche steht den Einwohnern zur Verfügung, Umweltrisiken und so weiter. Und zwei Kategorien, die wir besonders intensiv verfolgen und nach und nach erweitern, sind die Ökosystemleistungen. Insgesamt sind jetzt 14 Indikatorenkategorien am Netz. Das ist der Stand von September diesen Jahres. Natürlich ist der Fokus auf immer die Flächennutzung, Flächenbedeckung und die Nachhaltigkeit der Entwicklung gesetzt. Ein ganz kurzer Blick. Man muss sich natürlich ein Schema zugrunde legen. Wie wird denn das kategorisiert, die Fläche? Wir sind da förmlich verheiratet mit der ArcGIS-Basis-DLM. Man kann nicht einfach dort neu sortieren. Das ist ein hierarchisches System, wo sich auch wirklich sehr viele Fragen im Detail beantworten lassen. Ich habe mir im Vorfeld mal angeschaut, welche Daten sind für diese Forschungscommunity eventuell besonders interessant. Wir verfolgen den Hemeropie-Index, also den Natürlichkeitsgrad der Landschaft, hier mal abgebildet in einer Ebene der Kreise. Aber Sie können die Daten auch bis auf Gemeindeebene natürlich bekommen. Viele Indikatoren auch runter auf einer Rasterkarte bis 100 Meter Raster. Weite, die gehölzdominierte Ökotondichte, Gewässerranddichten, Ökosystemleistungen, da sind etwa 50 Indikatoren jetzt am Netz, die städtische Grünversorgung, Bebauung im rezenten Auen, Landschaftszersiedlung und Zerschneidung und was ganz wichtig ist, zumindest für den Zusammenhang von Nachhaltigkeitsindikatoren, der Bodenversiegelungs- und der Überbauungsgrad. Das ist, wie er sich etwa darstellt, wenn Sie mal Zeit finden, die Webseite aufzurufen. Linke Seite, das Steuerfeld, in der Mitte die Karte mit entsprechender Legende. Sie können sich hier eine Tabelle zuschalten. Sie können die entsprechend sortieren, die Werte. Sie können Jahresscheiben ergänzen. Sie können eben auch verschiedene Raumeinheiten miteinander vergleichen. Hier oben sehen Sie vielleicht den Slider ganz links oben zwischen 2000 und 2020. Inzwischen können Sie da hin und her ziehen, die Indikatoren abbilden. Sie können den Hintergrund für kartografische Zwecke wählen, interaktive Karten erstellen. Sie können ein Profil von einer bestimmten Region anwählen, das sind sozusagen alle Indikatorwerte dieser Region, das Histogramm dieser Einheit, die Entwicklung über die letzten Jahre, sicherlich besonders wichtig. Hier sind ein paar Kolonnen sozusagen nicht ausgefüllt. Das sind etwas unsichere Werte, weil eben diese großen Datenmengen auch eine Migration durchgemacht haben, interaktive Tabellen und so weiter. Basiskarte, hier ist im Chat was aufgetaucht. Ich vermute mal, das ist schon die rote Karte. Basiskarte, Flächennutzung. Ich will Ihnen einfach nochmal ein Detail zeigen in der 2,5 Meter Auflösung. Hier das Beispiel Berlin. Schauen Sie Schönefeld, schauen Sie Tegel und Tempelhof. Und dann sehen Sie durch den Timeslider auch die Veränderung der Nutzung. Dasselbe nochmal für die Lausitz, wo die Rekultivierung der Tagebaue voranschreitet und wo eben inzwischen wirklich aus Gruben
oft Freizeitflächen geworden sind. Wir ergänzen und geben Informationen zu den Zeitreihen der Nachhaltigkeitsstrategie, namentlich der Flächenneuinanspruchnahme, namentlich der Siedlungsdichte und des Verlustes von Freiraumflächen. Und damit soll dieser kurze Überblick schon beendet werden. Wir freuen uns wirklich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir sehen das als ein Basisdatenangebot, was für Ihre Forschung vielleicht interessant sein kann. Wir haben ein jährliches Treffen von Wissenschaft und Praxis des Dresdner Flächennutzungssymposiums, wo wir auf viele Details natürlich sehr viel ausführlicher eingehen. Und hier die Webadresse. Ich freue mich über die Zusammenarbeit und den Besuch auf unserer Seite. Vielen Dank.